Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Genesis Box von Summer Jam. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Genesis von Summer Jam aus dem Jahr 2016. So sieht das Ganze aus. Wir haben hier eine große würfelförmige Box. Auf der Vorderseite lesen wir Summer Jam Genesis und dann haben wir hier diverse Euroscheine, also in dem Fall einen 500-Euro-Schein und einen 5-Euro-Schein mit so roten Balken dargestellt in schwarz-weiß. Darunter diverse Munition, Patronen und das sieht aus wie eine Waffe, also eventuell ein Sturmgewehr, das hier in der Nahaufnahme zu sehen ist. Das Design zieht sich hier runter und auch über die Seiten, also Waffen, Munition und Geld hier die Hauptmotive. Sieht auf jeden Fall mächtig aus hier mit dem Schwarz-Weiß und diesen roten Querbalken. Und auf der Unterseite sieht das so aus und man sieht gleich, meine Box hat damals beim Versand einen Schaden genommen, also der Boden hier leicht beschädigt. Naja, dann haben wir hier noch die Credits und einen Barcode. Ansonsten hier weiter das Design durchgängig mit Waffen, Geld und Munition. Gut, wir schauen mal hinein. Der Deckel ist nicht klappbar, sondern lässt sich komplett abnehmen. So, von innen der Deckel in schwarz gehalten. Und als erstes kommt uns hier das Album entgegen. Genesis. Kommen wir gleich dazu. Das Ganze hier in so einer extra Ebene lässt sich dann hier mit diesem Faden, mit dieser Lasche hier rausziehen. Und auch hier wieder die Euroscheine in schwarz-weiß, also durchgängiges Design, schön gemacht. Und dann kommen wir zum restlichen Inhalt der Box. Wir haben hier einmal eine Autogrammkarte. Drei Patches an der Zahl, ein Poster, die Instrumentals zum Album, zwei Sticker, die Bonus-EP, noch ein Sticker, so ein 3D-Sticker und die Kappe, also die Snapback, von innen auch wieder schwarz. Hier sieht man nochmals die Beschädigung von der Innenseite. Wir machen das Ganze an der Stelle wieder zu. So, und dann kommen wir zum Inhalt. Als erstes werden wir uns mal das Album ansehen und nachdem dieses eingeschweißt ist, holen wir das mal aus der Folie. So. So sieht das aus. Wir haben hier Summer Jam, Genesis zu lesen und eben jener ist auch hier abgebildet. Summer Jam sieht aus wie bei einem Verhör, also wir haben hier so einen Holztisch, sieht aus wie ein Zettel, ja, eventuell Zeugenaussage. Dann hier ein Mikrofon. Und spannenderweise sein Mund zugenäht. Also, der gute Mann dürfte hier nichts verraten. Wir haben hier ein super Jewel Case, freut mich sehr. Genesis lesen wir auch nochmal hier. Und oben Banger Musik präsentiert. Auf der Seite lesen wir auch nochmal Summer Jam Genesis. Und auf der Rückseite haben wir dann die Tracklist. Wir haben 15 Stück auf dem Album. Wir haben Features von Farid Bang, Casey Rebel, Mictoné, Sefo und nochmals Farid Bang, Credits und Barcode. Dann werfe ich mal einen Blick hinein. So, das Booklet so gestaltet, also wir haben hier wieder diverse Aufnahmen von Summer Jam und die gängigen Elemente, Munition und Waffen und natürlich auch die Infos zu den einzelnen Tracks. Also, wer wurde gefeatured, wer hat den Beat produziert, etc. Schön gemacht.
abwechslungsreich hier dann im Hochformat. Und natürlich die bleibenden Elemente Geld und Waffen. Weitere Tracks. Und hier der Abschluss. Sehr schön, dann haben wir noch die Credits zum Album, beziehungsweise Social Media und Internetauftritte. Und so sieht das Ganze dann von hinten aus. Machen wir wieder rein. Die CD in Schwarz und Blau gehalten, mit weißem bzw. rotem Aufdruck. Summer Jam, Genesis lesen wir hier. Auch hier wieder eine Waffe, ein Sturmgewehr zu sehen. So sieht die CD aus. Das dürften auch wieder, da ist die Frage, was das hier sein soll, dürften auch wieder Magazine sein. Also ihr seht schon, Waffen und Geld, die Hauptmotive des Albums oder des Artworks zumindest. Dann haben wir, das gehört noch nicht dazu, dann haben wir die Bonus-EP. Diese nennt sich Kapitel 1 SDH, steht für Summer der Hammer. Summer Jam lesen wir unten. Kein Booklet, nichts drinnen. Eine schlichte CD-Hülle. Und wir haben hier nur so eine silberne Verklebung, so ein Siegel. Auf der Rückseite haben wir die Tracklist. Wir haben 9 Stück an der Zahl. Und wir haben diverse Features. Und zwar haben wir Features von Onichiwa, Casey Rebel, Majo und Yasko. Und das dürfte es gewesen sein. Also 9 Tracks auf der Bonus-EP. Diese kommt in diesem schlichten, durchsichtigen Cover. Ich erspare euch jetzt das Öffnen, weil ihr seht hier eh alles. Sieht so aus. Summer der Hammer EP. Dann haben wir die Instrumentals zum Album und auch zur EP. Diese ebenfalls wieder in diesem schwarz-dunkelblau gehalten. Instrumental CD. Wir haben hier die 15 Tracks vom Album. Und okay, hier haben wir nur 8 Tracks Instrumentals. Das ist spannend. Der letzte Track, Lass es dunkel werden, ist hier auf der Instrumental-CD bei der EP nicht mehr drauf. Also es endet hier mit Gott gibt, Gott nimmt. Das ist in dem Fall Track 8. Track 9, Lass es dunkel werden, ist hier nicht mit drauf. Obwohl der Track auf jeden Fall einen Beat hat. Also es ist kein A Cappella oder irgendwie wie so ein Skit, sondern es ist wirklich ein vollwertiger Track mit Beat. Spannend, warum er den hier nicht mit draufgenommen hat. Okay, falls ihr es wisst, schreibt mir es gerne mal in die Kommentare. Die CD sieht so aus, ebenfalls in schwarz und blau gehalten, weiße und rote Aufschrift. Und das Ganze in einer Papphülle, also in einem Digisleeve. Dann haben wir Sticker. Zweimal diese hier im rechteckigen Format, Hellal Money und Yes We Jam. Hellal Money ja das Sublabel von Banger Musik und Yes We Jam, wohl angelehnt an Obamas Slogan damals, Yes We Can. Dann haben wir noch einen dritten Sticker. Und zwar ist das so ein spezieller, ja, 3D-Sticker. Summer Jam, Jamesis lesen wir hier, Banger Musik präsentiert. Hoppla. Dann haben wir eine Autogrammkarte. Hier Summer Jam mit den Fingern am Kopf. Summer Jam unterschrieben mit weißem Stift. Und auf der Rückseite haben wir dann noch die diversen Social Media Auftritte von Summer. So sieht das aus. Dann haben wir, bevor wir zur Cap kommen, das Poster. Meines Wissens beidseitig bedruckt und relativ groß das Ganze. Jawohl. Also, wir haben auf der einen Seite Summer Jam hier auch wieder mit Sturmgewehr abgebildet. So sieht das aus. Banger Musik präsentiert Summer Jam, Genesis. Und hier unten dann noch ein Motorrad. Und die diversen Credits hier in Rot, also die Teilhaber. Und auf der Rückseite haben wir dann passend zu dem Sticker Yes We Jam auch nochmal Summer Jam hier in bester Wahlkampfpose. Vor Leuten am Mikrofon stehend und darunter groß zu lesen, Yes We Jam. Also wenn ich mich für eine Seite entscheiden würde, müsste, dann würde es auf jeden Fall diese Seite hier sein. Gut, beide Seiten
im Hochformat. Und dann haben wir als letzten oder als vorletzten Boxinhalt diese Kappe hier. Schwarze Snapback mit so einem Verschluss, mit so einem, so einer Klettoberfläche. Hier haben wir einen Sticker von Banger Musik. Hier lesen wir limitierte Genesis Snapback. An den Seiten glatt in schwarz gehalten. Auf der Rückseite in weiß SC aufgestickt. Dann haben wir hier noch ein Etikett oder eine Marke, bangerstore.de. Bangerstore ist hier festgemacht. So, dann schauen wir mal kurz, was das Ganze ist. Atlantis Snapback. 100% Acryl, Polyacryl und made in PRC, also in China hergestellt. Ja, hier haben wir auch nochmals die Acryl, 100% Acryl, okay. Aber diese Kappe kommt nicht schlicht einfach so, sondern die ist variabel bestückbar mit diesen drei Patches. Also wir haben einmal einen Hellal Money Patch, schwarz mit weißem Aufdruck, dann diesen hier, so ein Auge, blaues Auge und dann Banger mit weißem Rand. Drei schöne Patches, kann man dann individuell, je nach Geschmack natürlich, an der Kappe anbringen. So sieht das dann aus. Und das ist ja durchgängig bei Banger Musik, dass die in vielen Box-Releases diese Patches mit reingemacht haben. Und die lassen sich dann sowohl an Kleidungsstücken als auch natürlich auf den Kappen gut anbringen. Und dann hat man immer schön variabel das Ganze zu gestalten. Ja, das war's mit dem Inhalt. Wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal die eben gezeigte Snapback mit diesen drei Patches dazu. Das Poster im Hochformat beidseitig bedruckt, die unterschriebene Autogrammkarte, die drei Sticker, zwei davon regulär im Querformat und einer davon so ein 3D-Sticker, die Instrumental-CD zum Album und zur EP, die Bonus-EP Summer der Hammer Kapitel 1 und dann natürlich auch noch das Album an sich, Genesis im Super Jewel Case. Jede Menge Inhalt. Das alles in dieser wunderbaren Box Genesis von Summer Jam. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Summer Jam unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.